Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch mein Regal, was ihr immer wieder auch im Hintergrund seht. Ich habe ja in meiner Urlaubswoche renoviert, ich habe auch ein bisschen umgeräumt, ich habe neue Farbe an die Wände gebracht und auch meine beiden Regale umsortiert, aussortiert, neu eingeräumt. Und wir starten mit dem Expedit-Regal, was ja sehr oft im Hintergrund zu sehen ist. Das ist jetzt, glaube ich, ist das ja das Kallax-Regal, wenn ich mich nicht irre, von IKEA. Und in diesem Regal bewahre ich jetzt Lieblingsbücher auf, Lese-Highlights oder auch einfach Lieblingsautoren, selbst wenn das Buch dann noch ungelesen ist, was ich persönlich gar nicht schlimm finde. Aber hier drin befinden sich zu 95% gelesene Lieblinge und das möchte ich euch zeigen. In der darauffolgenden Woche zeige ich euch das Regal, was mir gegenübersteht, das etwas größere, das jetzt tatsächlich irgendwie zu einem Subregal wurde. Da habe ich alle ungelesenen Bücher hineingelegt und ja, aber auch drei Regale gefüllt mit ja, Lieblingsbüchern, Buchreihen, die einfach hier gar keinen Platz finden und auch dekorativ ein bisschen anders aussehen. Jetzt könnt ihr euch vielleicht schon denken, welche es sind. Ja, das zeige ich euch in der nächsten Woche. Heute geht es um ja, das Expedit-Regal im Hintergrund mit Bücherlieblingen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Regaltour. So sieht das Regal in Gänze aus. Es ist ja das Expedit von IKEA und ich glaube, ja, wir beginnen einfach mal mit dem ersten Regalfach. Wir starten mit, ja, im Grunde Dystopien. Einmal Huxley, dreimal Edward. Ja, für mich wirklich absolute Highlights. Es fehlt hier noch 1984. Das ist gerade ausgeliehen, sollte dann aber eigentlich auch noch ins Regal passen. Ich habe sowohl den Reporter Markt in, ja, der schönen Ausgabe, auch als Graphic Novel, was ich mir unbedingt demnächst mal anschauen muss, und auch die Zeuginnen, was ja auch im letzten Jahr ein Highlight war. Weiter unten kommen dann Simmons und Eschbach und ich frage mich gerade, warum die Eschbach getrennt sind. Es gibt tatsächlich keinen Grund, ich glaube, ich habe sie einfach nur falsch eingeräumt. Ja, von Eschbach, das Jesus-Video und eine Billion Dollar, für mich wirklich die absoluten Highlight-Bücher von ihm. Viele andere Bücher von ihm habe ich mir früher ausgeliehen oder als E-Book, dementsprechend nicht im Regal, was aber gar nichts heißt, weil ich liebe den Stil von Eschbach. Und meine drei Highlight-Bücher, ja, von Simmons, die ich sehr geliebt habe und immer noch in Erinnerung habe, viele Momente noch vor Augen habe, sehr, sehr empfehlenswert. Und ich glaube tatsächlich auch, dass ich alle drei irgendwann nochmal rereaden werde, weil ich die wirklich einfach großartig finde. Und ja, unten drunter ein Thriller, und zwar Offline von Arno Strobel, war ja im letzten Jahr ein Highlight für mich und ja, hat hier einfach auch noch seinen Platz gefunden, zusammen mit Daryl, den wir ja aus The Walking Dead kennen. Das zweite Fach hier überspringen wir, weil da einfach auch persönliche Bilder mit dabei sind und nicht jeder wahrscheinlich von den Bildern gezeigt werden möchte. In mein Adriana Popescu-Fach beginnen mit den New York Diaries, die sie ja zusammen mit Anne Freitag unter Pseudonym geschrieben hat, die ich sehr, sehr liebe und definitiv auch direkt wieder Lust hätte, mal nach New York zu reisen. Dann kommen die zwei Bücher aus dem letzten Jahr, Goldene Zeiten im Gepäck, ein absolutes Jahreshighlight, wie auch Morgen irgendwann mehr, was dann hier eher wieder ein Jugendbuch war, wie auch Mein Sommer auf dem Mond mit ihren Astronauten. Das war richtig, richtig schön. Dann kommt Lieblingsmomente und Lieblingsgefühl. Das waren ja die beiden Bücher, mit denen ich Adriana Popescu entdeckt habe. Die etwas älteren, Ewig und Eins, Fünf Tage Liebe und Versehentlich Verliebt, ebenfalls gelesen und geliebt. Plus eine Kurzgeschichtensammlung, Liebe hoch 5, die noch nicht gelesen ist, aber natürlich hier einfach zur Autorin gehört und deswegen auch schon im Regal steht. Und dann Sophia und Dorothy von den Golden Girls begleiten dieses Regal. Dann haben wir hier so ein bisschen die buddhistisch angehauchten Bücher. Angefangen mit 7 Jahre in Tibet. Das ist hier Siddhartha von Hesse, das Buch der Menschlichkeit vom Dalai Lama und der gleiche kleine Taschenbuddhist von Bettina Lemke. Irgendwie fehlt ein Buch, was eigentlich hier reingehört. Ah, es liegt eins drunter, das packen wir doch direkt. Räumen wir gemeinsam ein. Ja, die magischen drei Worte von David Michie gehören im Grunde auch hier mit hin. Und ja, so hat das nicht wirklich Sinn, so gefühlt, aber
Es sind eben einfach Herzensbücher. Hier geht es weiter mit den Herzensbüchern, zusammen mit Rose und Blanche, auch von den Golden Girls. Hier haben wir so ein bisschen die Tierbücher, Cleo, Homer und ich, Simon und ich, das war der Esel, von Beate Rügert, Herzensräuber, richtig schön, mein Highlight mit Gobi durch die Wüste, einfach großartig. Dann sind hier die Hunde-Kurzgeschichten vom Diogenes Verlag, wow, die sind noch nicht gelesen, aber gehören für mich thematisch einfach hier rein. Dann kommt Nicolas Barrot, da ist auch noch nicht alles gelesen, Das Lächeln der Frauen, dann Paris ist eine gute Idee, ist schon gelesen und die drei darauf liegenden noch nicht, aber wie auch hier, es ist ein Herzensautor, deswegen darf er hier im Grunde Platz finden, auch wenn es noch ungelesen ist. Dann von Jojo Moyes Ein ganzes halbes Jahr, ein Buch, das ich einfach großartig fand. Dann zwei Bücher von Guido Maria Kretschmer und ein Yoga-Buch von Ursula Carwin, Yoga für dich und überall, was ich auch sehr geliebt habe und ja, deswegen stehen die hier zusammen. Dann ein Regalfach, was relativ einfach ist, denn es ist Jeffrey Archer mit der Clifton-Saga plus dem ersten Teil Schicksal und Gerechtigkeit von der Warwick-Saga. Der zweite Teil ist ja noch nicht erschienen, darf aber hier schon mal Platz nehmen. Und ich finde, die sehen natürlich richtig Bombe in einem Regal aus. Allein die Farben, richtig, richtig schön. Und das sind natürlich Herzensbücher, obwohl sie nicht gelesen wurden, sondern gehört. Aber die müssen hier einfach stehen. Weiter geht es dann mit Thighs. Wir haben hier so ein bisschen die Jugendbücher mit Thighs von Neil Schusterman. Eine Reihe, die ich abgöttisch liebe, die mir unfassbar gut gefallen hat, die so, so toll vertont war, ich einfach großartig fand. Auch Elias und Laia habe ich zwar auch gehört und es ist hier jetzt der erste Teil noch in der alten Aufmachung, fand ich aber großartig und ich muss unbedingt diese Reihe rereaden. Ich denke, spätestens wenn dann der vierte Teil rauskommt, lese ich dann auch 3 und 4 direkt hintereinander. Warcross von Mary Lou hat mich total begeistert und gefesselt, nachdem mich ja auch unten schon Young Elites total begeistert hat. Da habe ich die Trilogie, ich glaube, den ersten Teil gehört, den zweiten Teil als E-Book und den dritten Teil dann als echtes Buch gelesen. Und der dritte Teil ist hier vertreten sozusagen dann auch für die ganze Reihe im Regal. Einfach toll. Dann die Bullet Journal Methode von Ryder Carroll kann ich absolut nur empfehlen. Von Janike Stör. Das Traumjob-Experiment, die war letztes Jahr bei uns auch in der Firma und hat so ein bisschen aus dem Buch was vorgetragen und eben erzählt, wie spannend es sein kann, den Job für sich zu finden. Und von Tinger Beere die 30-Tage-Schreib-Challenge, die hier definitiv auch ihren Platz gefunden hat. Dann kommen wir zum Sherlock-Regal, wo eigentlich noch, glaube ich, fast alles, bis auf ein Buch, ungelesen ist. Aber es ist einfach Sherlock, wobei, nein, das stimmt nicht, die Mangas habe ich auch schon gelesen. Ja, Sherlock hat mich natürlich durch die Serie mir von BBC total begeistert, deswegen stehen auch Watson und Sherlock schon als Funko hier. Unten finden wir die drei Mangas, die es zur ersten Serienstaffel gab. Ich glaube, weiter ist die dann gar nicht geführt worden. Und dann gibt es die beiden zwei gebundenen, dicken Ausgaben aus dem Anaconda Verlag, die noch nicht gelesen sind, in dieser mit Stoff gebundenen Ausgabe von Mr. Holmes zu Sherlock. Das habe ich bereits gelesen, das fand ich auch richtig gut. Und hier oben kommen dann Sherlock Holmes die besten Geschichten, sowohl im Deutschen wie im Englischen. Das ist dann so aufgebaut, dass links die eine Sprache, rechts die andere. Und oben drüber habe ich geschenkt bekommen, Der Hund von Baskerville. Jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsfolge der Serie, aber dennoch freue ich mich, das Buch irgendwann zu entdecken. Und jetzt könnte man ja sagen, ja Mensch, Steffi, da hast du aber noch nicht viel gelesen. Wieso gehört das dahin? Weil eben einfach die Serie eine absolute Highlight-Serie ist und da deswegen auch einfach hier dabei sein muss. Und dann kommen wir sind zu den Liebesroman-Highlights zusammen mit einem süßen kleinen Alpaka, Lama, je nachdem. Angefangen, unten mit Redwood Dreams, das ist ja Teil 4 und 5 der Redwood-Reihe. Einfach geliebt habe ich diese fünfteilige Serie, fand ich einfach nur großartig, hat mir super gut gefallen und ich bin so happy, dass Band 4 und 5 hier bei mir eingezogen sind, gerade weil Band 5 auch wirklich nochmal ein ganz besonderes Highlight war. Dann meine Jackie Feilgut-Sammlung, wer hätte gedacht, dass das schon so viele Bücher sind. Angefangen mit Folge deinem Herzen, das war auch mein erstes Buch von ihr, was ich als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen habe. Dann kommt das Weihnachtsbuch, die schönste Zeit des Jahres, auf der Suche nach
nach Glück, von Worten berührt, super, super schön. Das Päckchen, ein großartiges Cover, verliebt in Miami, hängt ja auch noch im Schlafzimmer. Der letzte Liebesbrief und Sehnsucht nach Sommer sind dann auch im Hardcover, was eine richtig coole Qualität hat. Und hier oben haben wir dann die New York Love Stories. Ja, Home Sweet Home noch in der alten Ausgabe und dann Dance With Me und Never Ending Story. Was ich super fand hier ist, dass man jetzt auch hier sozusagen immer die Zahl hat des Bandes, weil wir hier im Grunde eine Trilogie haben und das finde ich, wurde hier super toll umgesetzt. Und dann Love to Share, ein Highlight auch aus dem letzten Jahr. Ich freue mich sehr auf das neue Buch von Beth O'Leary und ein uralter Klassiker, den ich schon einige Male gelesen habe, von Colleen McCulloch, Dornenvögel, die ja auch großartig in den 80ern, glaube ich, verfilmt wurde. Dann kommen wir so ein bisschen ja, in den dystopischen Bereich, postapokalyptischen, je nachdem, etwas in den düsteren Bereich, angefangen mit der Panem-Trilogie. Zum Glück gibt es oben Platz, wenn jetzt der vierte Band bald einzieht, der ja die Vorgeschichte erzählt. Es war meine erste Jugenddystopie, die ich absolut gefeiert habe, deswegen muss die einfach hier stehen. Ich glaube, zur Passage-Trilogie muss ich nicht viel sagen, außer dass ich sie total im Herzen trage, noch so viele Szenen vor Augen habe und ich glaube, dass das eine Reihe ist, die ich im nächsten Jahr rereaden werde, beziehungsweise dann vielleicht zum Hörbuch greifen werde. Dann Red Rising ist der Auftakt der Trilogie, die ich einfach auch abgöttisch geliebt habe. Ich fand den Stil großartig, die Geschichte, die wir haben von Daryl und einfach großartig. Der erste Teil stellvertretend sozusagen für die Reihe. Und der Circle von Dave Eggers, eine ja etwas umstrittene Geschichte. Nicht jeder hat die gefeiert, ich schon. Ich fand auch tatsächlich die Verfilmung gar nicht so schlecht. Aber ja, ich fand's toll. Ich liebe dieses Buch und ich glaube, das ist auch ein Buch, zu dem man ein zweites Mal greifen kann, ohne dass man schon zu viel vielleicht dann irgendwie weiß. Dann kommen wir zu einem Highlight, ja, das mich noch gar nicht so lange begleitet, aber es sieht auch schon so, so schön aus. Ja, die Hexer-Geralt-Saga von Andrzej Sapkowski, die ja wirklich in der Neuauflage wunderschön aussieht. Es ist auch dabei egal, dass jeder Band, bis auf der erste und zweite, glaube ich, 16 Euro gekostet hat. Aber es sieht schön aus. Es sieht unfassbar schön aus. Da hat sich der DTV-Verlag wirklich selbst übertroffen. Unten drunter die beiden Bücher von der lieben Kerstin Merkel. Silence bereits gelesen, Insaney noch nicht. Aber gehört für mich auch einfach zu den tollen Büchern, Highlight-Büchern. Und Insaney wird mich bestimmt auch begeistern. Dann kommen die zwei Bände der Lichtbringer-Saga von Erik Hellen und Mira Valentin. Windherz und Flammenklinge, grandiose High Fantasy, wie ich sie liebe, wie ich sie ganz toll finde. Und Nordblut, auch von Mira Valentin, noch nicht gelesen, gehört für mich aber eben einfach hier mit dazu. Hier überlege ich tatsächlich, ob ich aufs Hörbuch warte, was von Richard Barenberg gesprochen wird, was aber erst im August herauskommt, was ja vielleicht schon ein bisschen länger hin ist, aber ich definitiv cool fände, es dann auch zu hören. Dann kommt mein kleines Stephen King-Regal und wer sich jetzt fragt, hups, Steffi, ist das alles, was du an Stephen King hast? Nein, es ist nicht, denn die gelesenen Stephen Kings und zum Teil auch noch die Bücher, ja, wobei so viel sind das gar nicht mehr, die ich nicht gelesen habe, stehen unten bei meiner Mama im Bücherregal, da stehen wirklich alle, die wir irgendwie haben. Wir haben auch zwei Stephen Kings, glaube ich, doppelt. Ja, es passiert manchmal. Hier stehen jetzt tatsächlich die Sub-Kings. Das ist zum einen Wahn und auch Nachts. Das sind zwei Novellen und drei Bände der Dunklen Turm-Saga, Band 2, 3 und 4. In recht alten Ausgaben, wenn man so möchte, aber das finde ich nicht schlimm. Und die möchten wir ja dann auch irgendwie im Mai auf jeden Fall angehen. Und dann auch der süße Stephen King Funko, den ich jetzt schon sehr ins Herz geschlossen habe. Dann wird es hier noch ein bisschen ja, romantisch, beziehungsweise ja auch so ein bisschen eine Mischung und auch ein bisschen ernster. Und zwar Stephenie Meyer, Seelen, ein Buch, das ich sehr, sehr gefeiert habe, sehr liebe, ich auch keine Seite zu viel finde. Ich gar nicht verstehe, wie diese Frau sowohl Seelen als auch die Bissreihe geschrieben haben kann, aber Seelen für mich absolut ein Highlight. Die Verfilmung ist so semi, aber durchaus ansehbar, vor allem der Soundtrack ist großartig. Dann meine zwei liebsten Bücher von Cecilia Ahern, PS, ich liebe dich und für immer vielleicht.
Damit trifft sie absolut mit beiden Geschichten meinen Nerv und ja, sehr emotional, sehr schön. Dann mein liebstes Buch von Paige Thune, Du bist mein Stern. Hier geht es ja um Jerry Cheverson, der sich in seine Assistentin verliebt und umgekehrt. Und ja, eine super lustige Geschichte, die perfekt an heißen Sommertagen passt. Dann Eat, Pray, Love von Elizabeth Gilbert. Ein Buch, das viel mehr ist als die, ja, im Grunde Reise-, Lebens-, Liebesgeschichte von Elizabeth Gilbert. Beruht ja auf wahren ja, Geschehnissen in ihrem Leben und ist auch gut verfilmt mit Julia Roberts. Ist für mich ein Buch, das ich unbedingt demnächst rereaden möchte. Vielleicht tatsächlich auch als Hörbuch. Die Frau des Zeitreisenden von Audrey Niffenegger. Ich weiß, dass das auch viele gar nicht gut finden, beziehungsweise die auch so ein bisschen umstrittener ist. Aber ich habe dieses Buch unglaublich geliebt. Ich habe es auch schon 3-4 Mal gelesen. Ja, manchmal möchte man sich Lieblingsbücher auch nicht zerstören, indem man sie regelmäßig wieder liest. Aber dieses Buch hat für mich einfach ja alles an Emotionen, was es braucht. Und dann in doppelter Ausgabe von John Green, Das Schicksal ist ein mieser Verräter und The Fault in Our Stars, beide schon gelesen, sowohl in Deutsch wie in Englisch, auch schon mehrfach. Auch der Film sehr gelungen, mit zwei Schauspielern, die ich sehr gerne mir anschaue, und ein Buch, das ich immer dann lese, wenn meine Gedanken Zerstreuung brauchen. Jetzt fragt man sich, wie passt das zusammen? Glaubt mir, es passt. Schon einige Male gelesen und es ist immer wieder ein Buch, das mich total emotional mitreißt, in die Tiefe zieht und ich am Ende aber dennoch lächle und ja, die Welt ist dann doch gar nicht so schlimm, beziehungsweise man einfach merkt, ja, wie das Leben eben einfach auch funktioniert und ja, wie es ist. Und es ist kein Krebsbuch und es ist kein Buch, wo Jugendliche sterben und wo alles dramatisch ist. Es ist dramatisch, es ist emotional, aber es hat so viel Power und Positivität und ja, ich könnte, wie ihr merkt, stundenlang darüber sprechen. Puh, ganz schön viele Bücher, wie ich es so fand, und ja, mit jedem verbindet einem so ein bisschen was und ja, man hat direkt so ein paar Erinnerungen, die dann auch hochkommen. Habt ihr Lieblingsbücher, die ihr im Regal seht und die dann auch euer Herz zum Schmelzen bringen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Würde ich mich sehr, sehr über den Austausch freuen. Und ja, auch so, ob ihr das ein oder andere Lieblingsbuch von mir kennt und vielleicht auch ins Herz geschlossen habt. Das war sie jetzt auch schon. Die erste Regaltour, die zweite folgt dann nächste Woche. Freut euch da drauf. Ich freue mich dann schon aufs Drehen. Ist natürlich ein bisschen anders, ja, Bücher zu zeigen, die man noch nicht kennt, als Herzensbücher, an denen auch ganz viel Herzblut sozusagen hängt. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.